Warum sitzen Sie vor meiner Tür? Sind Sie betrunken? Helfen Sie mir. Sind Sie ein Bulle? Sie müssen mich verstecken. Bitte. Oh Gott. Okay. Sie kommen. Was ist los? Bitte, Sie müssen mich verstecken. Sie kommen. Was ist mit ihm passiert? Wer kommt denn? Sieht aus, als wären wir zu spät. Komm schon. Er ist nicht hier. Von diesem Moment an stand ich auf Messers Schneide. Und alles nur wegen dieses Fremden, ohne den ich bald nicht mehr in der Lage war, zu leben. Mein Name ist Chris und dies ist meine Liebesgeschichte. Oh mein Gott! Bitte binden Sie mich los. Nein, das tue ich erst, wenn Sie mir sagen, warum Sie diese Bullen suchen, wenn Sie ein Bulle sind. Das kann ich Ihnen nicht sagen, sonst sind Sie in Gefahr. Bitte, Sie müssen mir vertrauen. Ich bin ein Polizist. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ja. Was, das? Suchen die etwa das hier? Hören Sie, Sie sind gefährlich. Ich stecke in großen Schwierigkeiten. Bitte, Sie müssen mir vertrauen. Machen Sie auf. Machen Sie nicht auf. Das sind keine Polizisten. Sie sind Verbrecher. Bitte. Die sind gefährlich. Kommen Sie schon. Vertrauen Sie mir. Alles wird gut. Ich weiß nicht warum, aber als ich in seine Augen sah, merkte ich, dass er mir die Wahrheit sagte. Aufmachen, Polizei! Reden Sie mit ihm! So einfach ist es nicht. Warten Sie doch. Warum nicht? Ziehen Sie Ihre Kleidung aus. Was? Und die Schuhe auch, schnell. Warum sollte ich es tun, bitte? Vertrauen Sie mir. Tun Sie das. Warum? Schnell, schnell, schnell. So ist es gut. Aufmachen, Polizei. Hey, was ist unser Plan? Jetzt gehen Sie einfach und sagen Ihnen, dass Sie einen Liebhaber hier haben. Dass ich mit einem Liebhaber im Bett war? Ja. Das ist Ihr Plan? Ja, der ist gut. Ich habe keinen Liebhaber. Ich kann das nicht tun. Das ist ein guter Plan. Das ist so. Spielen Sie mit. So ein dummer Plan. Los, tun Sie das. Hallo, Officer? Officers. Entschuldigen Sie die Störung, Ma'am. Wir suchen nach diesem Mann. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Ich spürte, dass es mir zu viel war. Aber in diesem Moment berührte er mich sanft mit seiner Hand. Und es schien, als hätte sich etwas in mir verändert. Nein. Nein, habe ich nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Niemals. Sind Sie sich sicher? Was ist mit dem Mann, den Sie geküsst haben? Ha? Der Mann, den ich geküsst habe? Oh, Sie meinen meinen Ex-Freund. Mein Ex-Freund, der vorbeikam und mich verführte und mich ausnutzte. Und dann ging er weg, ließ mich hängen. Dieser? Ja, er ist weg. Er ist weg. Er ist ein Trottel, genau wie alle Männer. Vielen Dank, dass Sie mich daran erinnert haben. Also, haben Sie hier niemanden gesehen? Nein. Danke für Ihre Zeit, Ma'am. Dankeschön. Dann einen schönen Tag. Das war großartig, ja? Sie sind ein Naturtalent. Ich bin ein Naturtalent? Sehr witzig. Wow, Scheiße! Ein Naturtalent? Was ist bitte los? Wegen ihm musste ich lügen. Sie sich. Warum standen Sie vor meiner Tür? Sie auf, bleiben Sie ruhig, ruhig. Warum? Weil Banditen vor meiner Tür auftauchen werden? Das Kommen haben Sie okay, schon. Es tut mir leid, okay? Ich wollte Sie nicht in Gefahr bringen, okay? Das sind böse Menschen und Sie machen schlimme Sachen. Ich werde Sie beschützen, das verspreche ich, okay? Ich kenne nicht mal Ihren Namen. Wissen Sie das? Ich heiße John. Bitte beruhigen Sie sich. Ich werde Sie beschützen, das verspreche ich, Niemand okay? Niemand interessiert sich für mich. Ich schon. Runter! Ich realisierte nicht, was passiert ist. Ich lag bereits auf dem Bett und er bedeckte mich mit seinem Körper. Er beschützte mich, wie er es versprochen hatte. Und dann war ich dran. Nicht aufstehen. Die Kugel hat dich nur gestreift. Die Wunde ist nicht tief. Geht es dir gut? Ja, mir geht's gut. Und dir, geht's dir gut? Es tut mir so leid, dass ich dir den Tag zur Hölle gemacht habe. Du hast mir das Leben gerettet. Sein ganzes Leben war eine echte Hölle. Alles, was ich wusste, war, dass ich ihn vor all dem Bösen beschützen wollte. Kann ich dir irgendwie helfen?
Du siehst furchtbar aus. Nein. Ich mache mir keine Sorgen um mich selbst, aber ich werde mir nie verzeihen, wenn dir etwas zustößt. Ich habe nicht gewusst, wie lange wir zu leben hatten, aber plötzlich wurde mir klar, dass ich keine Sekunde mit ihm verschwenden wollte. Ich hatte noch nie jemanden wie ihn getroffen. Er war sanft und stark und gefährlich. Tief einatmen und schießen. Ja. Werde ich dich jemals wiedersehen, wenn das hier vorbei ist? Ich werde dich nie verlassen. Er wollte mich auch nicht nur für eine Sekunde ungeschützt lassen. Und ich wollte nicht, dass er auch nur für einen Moment meine Hand loslässt. Aber am nächsten Morgen verschwand John. Als wäre es nur ein Traum gewesen, als wäre ich ihm niemals begegnet. Ich sollte froh darüber sein, denn es bedeutete, dass ich zu meinem sicheren und langweiligen Leben zurückkehren konnte. Aber ich wollte mein altes Leben nicht mehr. Nun, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Johnny! Überraschung! Es ist nicht Johnny. Und es sieht so aus, als hätte er dich verlassen. Was wollt ihr? Was ich will? Ich will diese Ratte. Und ich glaube, du wirst mir helfen, diese Ratte zu finden. Ich sage euch gar nichts. Oh doch, du wirst mir alles sagen. Sonst wirst du nie widersprechen können. Und du wirst nur eine weitere Trophäe sein. Und zwar Nummer 10. Chris! Was geht hier Chris, vor? Chris, beruhige dich. Es ist alles gut. Es ist vorbei. Wer ist er? Was tut ist er da? Gut. Leg sie hin. Er ist mein Partner. Es ist Barry. Er ist verwandt, okay? Komm schon, nimm die Waffe runter. Warum hat er nicht früher etwas getan, als ich gewürgt wurde? Wir wollten ein volles Geständnis, um den Typen für lange Zeit ins Gefängnis zu bringen. Komm schon. Ist ja gut. Es ist vorbei. Du warst großartig. Nimm die Waffe runter. Komm her. Komm zu mir. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich bin bei dir. Ich dachte, du hättest mich verlassen. Komm schon, ich würde dich nie verlassen. In diesem Moment wurde mir klar, dass Liebe in den unerwartetsten und sogar gefährlichsten Momenten erscheinen kann. Aber wenn du mit deiner wahren Liebe zusammen bist, bist du immer in Sicherheit. Denn ihr habt immer einander.